Wir werden in den nächsten Tagen 16 einstweilige Verfügungen in jedem Bundesland eine einreichen für Kosmetikstudiobetreiber auf Ausnahmegenehmigung zum Lockdown. Warum, wieso und weshalb und was das Ganze mit Bräuninger zu tun hat, verrate ich euch hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir dieses Video gefällt, lass ein Abo da, läute die Glocke, dann bekommst du immer Nachricht, wenn wir neue Videos und frische Rechtsnews online stellen. In den nächsten Tagen sind 16 einstweilige Verfügungen bei uns fällig, die wir in jedem Bundesland einreichen, weil jedes Bundesland ja eine eigene Corona-Schutzverordnung hat. Wir vertreten 16 Kosmetikstudiobetreiber, alle aus dem Umfeld der Organisation Wir machen auf, die wir ja unterstützen. Kosmetikstudiobetreiber sind auch körpernahe Dienstleister, was für ein verrücktes Wort, aber das ist ja mit den Corona-Schutzverordnungen gerade in aller Munde, denn die Friseurbetriebe, es sei ihnen gegönnt, dürfen ab dem 1. März wieder aufmachen. Hier hat sich schlichtweg die Lobby der Friseure durchgesetzt und wahrscheinlich hat der Finanzminister Angst, dass die Friseure zu viel schwarz arbeiten und da Einnahmen des Fiskus verloren gehen. Das kann aber natürlich keine rationale Begründung sein, warum Friseure nunmehr vom Lockdown ausgenommen sind und Kosmetikstudiobesitzer ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen. Ist also völliger Quatsch. Und wenn man die miteinander vergleicht, dann fällt kein rationales Argument ein, warum Friseure öffnen dürfen können und Kosmetikstudiobetreiber nicht. Juristisch heißt das Willkürverbot aus Artikel 3 Grundgesetz. Und genau das ist auch einer unserer Hauptargumente, dass man eben gleiche Sachverhalte ungleich behandelt. Und das ist ein klassischer Verstoß gegen Artikel 3. Der Modehändler Bräuninger hat bereits eine solche Klage eingereicht für einige Niederlassungen und hat auch gesagt, es kann ja nicht sein, dass ein Friseur öffnen darf und wir dürfen nicht öffnen. Wir haben viel Geld in Hygieneschutzkonzepte gesteckt, wir haben wirksame Hygieneschutzkonzepte, wir haben Mundschutz, wir haben Abstand. Wir dürfen in unserem Laden nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen, sodass wir hier auch einen entsprechenden Schutz gewährleisten können und das eben im Verhältnis mittlerweile zu diesen massiven Kollateralschäden, die es gibt. Da muss man sagen, das ist schon wirklich ein massiver Eingriff in Artikel 12, also Berufsfreiheit, oder Artikel 14, Eigentumsfreiheit der Leute ist, hier diesen massiven Lockdown weiter durchzuziehen. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir mit unseren einstweiligen Verfügungen auf der richtigen Seite sind. Gleichwohl, und das will ich ja auch nicht verschweigen, ist ein Eilantrag von Bräuninger bereits zurückgewiesen werden vom Verwaltungsgericht in Mannheim. Hier sagt das Gericht, die Einschränkungen seien für Bräuninger zumutbar und verhältnismäßig, selbst wenn der Händler keine staatliche Entschädigung bekommt. Das ist nun mal ein Wort. Es ist meines Erachtens eine Frechheit, denn da sind mehrere verfassungsrechtliche Widrigkeiten drin, selbst wenn der Händler keine staatliche Entschädigung bekommt. Das ist ein massiver Verstoß, auch schon im Infektionsschutzgesetz, dass hier keine finanzielle Kompensationsleistung vorgesehen ist. Eine Analogie und ein Blick in andere Rechtsinstitute, wie zum Beispiel im Polizei- und Ordnungsrecht oder im Staatshaftungsrecht, da ist es immer eine automatische Regelung, wenn ein sogenannter Nichtstörer, also jemand, der von dem keine Gefahr ausgeht im Polizei- und Ordnungsrecht. Also zum Beispiel, wenn im Nachbarn, da riecht es schon merkwürdig, die Polizei muss da in die Wohnung rein, man bricht aber ihre Tür auf, weil es schneller und einfacher geht, um über den Balkon zum Beispiel beim Nachbarn reinzugelangen, dann sind sie Nichtstörer, sie haben ja nichts mit der Situation zu tun, man hat aber trotzdem ihre Tür aufgebrochen und dann steht im Polizei- und Ordnungsrecht, dass sie dann diesen ihnen entstandenen Schaden natürlich ersetzt bekommen. Sie müssen das grundsätzlich hinnehmen, zum Wohle der Allgemeinheit, aber bekommen natürlich einen Schaden ersetzt. Und genau diese Logik fehlt im Infektionsschutzgesetz. Das heißt, die Unternehmer müssen alle ihren Laden schließen, haben keine Möglichkeit, Umsätze zu generieren und ihre Mitarbeiter zu bezahlen und Steuern zu bezahlen und Mieten zu bezahlen und so weiter. Und das Infektionsschutzgesetz sieht aber keinerlei finanzielle Entschädigungsregelung vor. Daher halte ich das Infektionsschutzgesetz für verfassungswidrig und daher halte ich auch die Aussage hier vom Verwaltungsgericht Mannheim für völlig falsch.
Das Verwaltungsgericht Mannheim macht es sich ja einfach und sagt, naja, wir haben hier den öffentlichen Gesundheitsschutz, da hat Bräuning einfach Pech gehabt. Dieses Argument hört man jetzt schon seit einem Jahr. Und wenn man nur ins Infektionsschutzgesetz reinblickt, dann sieht man, dass das alles ein bisschen differenzierter ist. Wir haben natürlich die Corona-Pandemie und wir haben insgesamt das zu schützende Gut der sogenannten Volksgesundheit, also der Allgemeinheit. Da ist aber die Frage, ob wir hier tatsächlich das mildeste Mittel haben, indem wir schlichtweg alles einfach zumachen. Aber bei Friseuren machen wir jetzt eine Ausnahme, die machen wir auf. Das kann es ja nicht sein. Mildere Mittel könnten sein, dass man regional nach dem Inzidenzwert schaut. Im Infektionsschutzgesetz ist übrigens 50 vorgeschrieben. Nur dann darf man einen weitflächigen Lockdown machen. Also bei einem Inzidenzwert unter 50 wäre es schon verpflichtet, laut Infektionsgesetz in einem Bezirk das Geschäft zu öffnen. Losgelöst auch noch vom Vergleich mit den Friseuren. Also das schreit hier wirklich nach Grundrechtsverstößen. Daher kämpfen wir weiter für die Unternehmer und wir sind uns sicher, dass wir uns da durchsetzen werden. Wir bleiben am Ball für euch. Wir werden hier berichten. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.